Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Testvideo. Es geht heute um das Spiel Escape from Tarkov. Escape from Tarkov ist ein kleiner Geheimtitel im Bereich Survival oder beziehungsweise auch Hardcore Survival, denn es ist momentan noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und man kommt auch nur sehr schwer in die Alpha rein. Aber ich habe das Glück gehabt und habe quasi den Zugang zur Alpha bekommen, als ich dieses Spiel mir vorbestellt habe oder beziehungsweise die Entwickler unterstützt habe. Und hat dann die 50% Chance gehabt, in die Alpha zu kommen und bin reingekommen, Gott sei Dank. Und deswegen kann ich jetzt hier auch dieses Spiel zeigen und möchte auch mit euch dieses Testvideo machen. Nun ja, erstmal sagen, was ist Escape from Tarkov? Escape from Tarkov ist ein Hardcore-Survival-Shooter, der sowohl PvE-Elemente hat, aber eher mehr in Richtung PvP geht. PvE-Elemente in dem Sinne, weil momentan gibt es in der Alpha drei Raids, also drei verschiedene Karten, wo ihr einen Raid machen könnt. Ein Raid kennt ihr ja, das ist ein Schlachtzug, wie bei World of Warcraft oder sonst wo. Das kann man sich auch gut vorstellen, ja. Und zwar funktioniert das Spiel folgendermaßen. Wenn ihr eine Runde spielen wollt, könnt ihr euren Charakter erstmal ausrüsten. Euren Charakter könnt, oder ihr könnt auch komplett nackig reingehen, das ist ja auch egal. Also entweder ihr nehmt euch mit Statik, also ihr nehmt euch Statik-Equipment mit oder ihr geht nackig rein, das ist eure Sache. Und dann werdet, dann startet ihr irgendwo an einem zufälligen Punkt in der Karte. Und euer Ziel ist es dann dementsprechend, dass ihr erstmal lootet, dass ihr Zeug sammelt und dass ihr auch lebend wieder rauskommt, weil man muss sich das so vorstellen, ihr startet hier zwar, aber ihr werdet noch neben anderen Spielern, also noch, ihr werdet noch mit anderen Mitspielern in dieselbe Karte geworfen und es kommen noch Bots dazu. Also ihr wisst in dem Sinne auch nicht, ob der Gegenüber, gegen den ihr kämpft, jetzt ein Bot ist oder ob der eben ein Spieler ist. Da gibt es nur kleine Erkennungsmerkmale, die ich euch dann später im Gameplay dann schildern möchte. Ja. Und ja, ich möchte euch jetzt erstmal sagen, was man hier so für Möglichkeiten hat, weil es ist erstmal das Ziel, überhaupt in diesem Spiel zu überleben in einem Raid. Und es gibt auf jeder Karte Extraction Points, also sogenannte Extraction Points. Über diese Punkte könnt ihr nämlich aus der Karte flüchten und euer Zeug mitnehmen. Wenn es natürlich vorkommen sollte, dass ihr in einer Runde sterbt, dann verliert ihr alles, was ihr dabei hattet. Weil das Spiel, also jeder Account hat quasi ein großes Global Inventory. Und das seht ihr jetzt hier, ich habe ja auch schon viel, da war viel dabei, schon von meinem Paket selber. Aber viel hier unten zum Beispiel, das habe ich entweder gekauft oder selbst gesammelt. Weil man kann jetzt hier auch sehen, man kann ja seinen Charakter ausrüsten. Ich habe ja schon mal für den Raid was vorbereitet. Und zwar ja, ein bisschen Munition für die Makarov soll ich noch mitnehmen. Ich starte jetzt hier mit einer Shotgun und einer Pistole. Einen Rucksack habe ich dabei und dann eben noch Shotgun Shells, damit wir eben noch mal ein bisschen aufräumen können. Und die Axt habe ich nicht standardmäßig mit dabei, die habe ich gefunden. Und seitdem ich die mir quasi ausgerüstet habe, starte ich immer mit einer Axt. Also, selbst wenn ihr sterben solltet, ihr habt dann immer quasi diese Axt. Die habt ihr eigentlich immer dabei. Der Tomahawk. Ja, dann gibt es hier noch einen Alpha-Container. Den Alpha-Container, da könnt ihr alles reinlegen, was ihr nicht verlieren wollt. Also alles, was hier drin ist, das kriegt der. Ach, Sprachfehler, so. Alles, was hier drin ist, das verliert ihr nicht. Das bedeutet, wenn jetzt dieser Charakter sterben sollte, dann ist alles, was hier drin ist, immer noch gesichert. Deswegen lege ich da immer gerne nicht Munition, Medizin rein und auch diese Schlüssel, weil es gibt hier auch verschiedene Schlüssel. Es gibt nämlich Bereiche in der Map, die könnt ihr nur aufschließen, wenn ihr einen bestimmten Schlüssel habt. Diese Schlüssel hier zum Beispiel, 306, 214 und 220 ist für die Map Customs und sind Zimmerschlüssel, die nochmal speziellen Loot drin haben, wo nicht jeder hinkommt und das ist natürlich dann auch vor allen Dingen sehr lohnenswert. Rubles ist die Währung im Spiel, weil es gibt hier noch Händler, bei denen ihr euch Ausrüstung kaufen könnt. Ihr könnt diese Rubles aber dann halt auch verdienen, indem ihr eure Ausrüstungsgegenstände, die ihr gefunden habt, verkauft oder ihr könnt sie auch während des Raides finden. Also das Geld zumindest. Ja. Und es gibt hier momentan die Möglichkeit, auf zwei verschiedene Arten zu spielen. Also wenn ihr dieses Spiel zum ersten Mal spielt, könnt ihr euch für eine Seite entscheiden. Bear heißt die eine Seite oder Usyk. Wenn ich das re jetzt richtig ausgesprochen habe, ich bin jetzt hier auf der Seite der Bears. Und man kann entweder als Scav starten oder als PMC. PMC, hier steht Your Main Character. Wenn man als PMC startet, fängt man quasi mit seinem Stash an, was man hier quasi noch vorher ausrüstet. Also
In meinem Falle würde ich jetzt anfangen mit einer Axt, einer Pistole und einer Shotgun. Und eben dieser Weste und einem Rucksack, ja. Und ich wollte ja noch das Magazin einpacken, habe ich ja noch gesagt. Sind das die PM? Ja, das sind diese PM-Magazine. Dann nehmen wir nochmal ein paar mit. So zwei, drei Stück, das sollte reichen. Die habe ich wahrscheinlich hier unten irgendwo hingelegt, weil ich ganz schnell ausräumen wollte. Wenn ich sie finden würde, ich ja noch AK habe ich jetzt noch, aber ich wollte jetzt erstmal mit der Shotgun starten. Da haben wir sie. Da haben wir ein bisschen Munition, da können wir gleich auffüllen. So, weil man muss die Kugeln hier wie in Daisy händisch manuell auffüllen. Immer drei Magazine. Na gut, so, das reicht. Zwei Magazine, das reicht. Und dann noch die restlichen Schüsse, also dann ist man schon mal gut vorbereitet. Mit ein bisschen Muni für die Pistole und ein bisschen Muni für die Shotgun. So. Also es gibt zwei verschiedene Arten zu spielen. Starten wir jetzt mit unserem PMC-Charakter, also Primary Character. Wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe oder ob das die Seite ist, ich weiß es jetzt nicht genau. Dann fangt ihr an mit eurem mit eurem Stash, den ihr hier drin habt. Wenn ihr als Scav ach Quatsch, hab ich mich verdrückt. Wenn ihr als Scav anfangen wollt, dann steht hier auch Go into the raid as Scav, a local bandit with a random set of starting gear. It's your Tarkov and ma you make the rules. Also man fängt quasi mit einem zufälligen Start-Equipment an. Und wenn dieser Charakter überlegt, wenn der Scav hier überlebt, mit seinem Zeug, was er gesammelt hat, dann könnt ihr den Stash, den er hat, hier direkt in euer Global Inventory übernehmen. Mein Global Inventory ist jetzt leider schon fast voll, weil ich ziemlich sparsam war, was an Waffen anbelangt, die ich mitgenommen habe. Ich habe eher mehr gesammelt. Und deswegen, ja, habe ich meistens mit als Scav gespielt oder ich bin eben mit einer Axt, nur mit einer Axt reingegangen und habe dann jemanden umgebracht und habe dem dann seine Waffe weggenommen. Ja. Ich möchte euch natürlich auch ein bisschen Gameplay zeigen. Das möchte ich aber ein bisschen anders machen als bei den vorherigen Testvideos, denn ich möchte das gerne nachsynchronisieren, weil bei Escape from Tarkov braucht man sehr viel Ruhe. Das Spiel ist sehr gut groß, also man muss sich da sehr konzentrieren, damit man eben nichts überhört, weil es hat eine sehr großartige Soundkulisse auch. Und dann würde ich das wollte ich jetzt quasi hier noch erklären, wie das hier die Menüführung ist. Aber im Spiel selber werde ich das dann halt einfach spielen und werde das dann nachträglich nochmal drüber synchronisieren. Erstmal zu sagen, ich starte jetzt hier einfach mal die Karten. Also es gibt hier Customs. Customs ist ein Mischmasch aus Factory-Gelände, also Fabrikgelände und ein bisschen Wald und halt noch Infrastruktur, die zumindest noch übrig ist, weil halt auch alles zerfallen ist. Es spielt halt in der Apokalypse. Und diese ganzen Sachen sollen noch kommen, diese Karten hier in dem späteren Raid. Momentan gibt es aber nur diese drei Stück: Woods, Factory und Customs. Yep. Factory ist eine reine Fabrikkarte, ist sehr, sehr klein, also auch sehr auf Nahkampf ausgelegt. Und man stirbt da auch relativ schnell und dauert auch nicht so lange wie jetzt zum Beispiel Customs oder Woods. Und es ist halt auch sehr eng alles. Also man stirbt hier sehr leicht, es ist meiner Meinung nach die schwierigste Map. Und bei Customs, geht's, also man ist da, ist es ein bisschen ruhiger. Und bei Woods, ist es eigentlich relativ einfach, es hat sehr viel Waldgebiet und halt unterirdische Bunker auch sehr viel, also da wird ziemlich viel geschlichen. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, die anderen Maps zu zeigen. Ich werde euch in dem Testvideo eine Map zeigen und natürlich nochmal sagen, wenn ihr dieses Spiel als Let's Play haben wollt oder so, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, damit ich sehe, dass ihr daran Interesse habt. Weil dann würde ich das auch als Let's Play dann machen und würde dann halt auch auf Spielerjagd gehen und alles. Und da kann man nämlich auch wirklich ziemlich viel machen. Nun ja, ich würde sagen, wir fangen bei Factory an, weil Factory geht ziemlich schnell. Man sieht also auch sehr schnell, wie das Spiel funktioniert. Und geht auch nicht so lange wie jetzt Customs oder Woods. Und ja, wenn ihr natürlich mehr von diesem Spiel sehen wollt, kann ich nochmal sagen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare dann. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zur Runde wieder. Ich habe mich diesmal mit einer Schrotflinte auf die Map Factory gestürzt. Einfach mal, um zu schauen, ob wir das Ganze überleben. Das Ganze wird auch nachsynchronisiert. Das bedeutet, das wird nicht live, quasi jetzt gerade, wo ich das spiele, gesagt, sondern halt, nachdem ich schon weiß, was in dieser Runde so passiert.
Wie gesagt, wenn ihr dieses Spiel wollt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das Ganze als Let's Play machen. Aber starten wir erstmal die Runde. Also wir sind jetzt hier in einem Tunnel gestartet bei Factory. Gucken, ich wollte mich erstmal umgucken, ob vielleicht noch irgendjemand anderes in der Nähe gespawnt ist. Das kann nämlich auch passieren. Schaue mir nochmal mit L die Waffe an. Höre genau hin. Ich schaue nochmal schnell, wie viel ich, ob die Waffe auch durchgeladen ist. Besser gesagt, das kann man nämlich auch machen. Factory höre ich immer gerne hin. Das bedeutet, ich höre in diesem Spiel eigentlich auch allgemein immer gerne hin. Das ist auch essentiell zum Überleben. Das waren nämlich mehrere Schüsse. Und das ist auch immer noch ein Zeichen, dass wir nicht allein auf dieser Map sind. Weil auf Factory sind, soweit ich weiß, 6 bis 9 Spieler unterwegs. Quatsch, 4 bis 9 Spieler. Auf den anderen Maps ist es ein bisschen mehr. Da reden auch Bots. Also, das ist auch ein Zeichen, quasi, wenn man jemanden hört, der redet auf Russisch. Nicht abgehackt irgendwelche Wörter, sondern wirklich redet in Sätzen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Bots sind. Wenn man einzelne Wörter hört, die jemand sagt, kann es auch sein, dass die eine Spieler gesagt hat, einfach um euch aus dem Versteck zu locken oder um selber zu überprüfen, ob ihr ein Bot seid, weil ihr könnt quasi was sagen, Bots reagieren dann darauf und Spieler aber nicht und somit finden andere Spieler auch heraus, ob ihr jetzt ein Bot seid oder ob ihr ein richtiger Spieler seid. Das ist ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt. Aber wir wollen erstmal gucken, was wir vielleicht noch so finden, was Spieler vielleicht übrig gelassen haben. Ich bin nämlich mit Minimalausrüstung reingegangen, nur mit einer Schrotflinte und einer Weste und einem, nicht mal mit einem Rucksack, sondern nur mit einer Panzerung. Wieder mal genau hinhören. Man hört sogar das Plätschern. Also das Soundsystem hier in diesem Spiel ist sehr genau. Dafür, dass es sogar noch die erste spielbare Alpha ist mit einigen Bugfixes sogar noch. Dann laufen wir hier entlang, weil ich möchte so schnell wie möglich zu den Bürogebäuden kommen. Da gibt es den meisten Loot und sind auch meistens die Bots. Da hört man auch wieder die Bots. Da sitzt auch einer. Das war mein erster Kill des Raides. Aber nicht sonderlich gut ausgerüstet, der Kerl. War aber ein Spieler. Und da ist er nicht. Der hatte schon wesentlich mehr gehabt. War aber, soweit ich jetzt schätze, ein Bot. In der Art her, wie er lief, erkennt man das auch. Und auch ein Tipp von mir. Immer schnell gucken und sich hinlegen und nicht alles direkt looten, sondern auch nur looten, wenn man weiß, okay, man ist gerade, es ist gerade keiner in der Nähe.
Und das Ganze auch schnell. Also ich mache das meistens so: Munition nehmen, Waffe nehmen, bei Bedarf noch den Rucksack mitnehmen, wenn er einen hat und ich keinen habe, wie hier jetzt. Ansonsten nehme ich noch das mit, was er gerade trägt, und schnell weg. So funktioniert Looting in Escape from Tarkov. Jetzt loote ich den anderen Spieler, den ich als erstes erschossen habe. Der hat aber nur eine Axt quasi. Das ist das Standard-Equipment. Wenn man stirbt, kommt man immer mit einer Axt zurück. Das ist normal. Und hier geht es auch normal ins Bürogebäude rein. Laden noch schnell die Shotgun durch. Oh, und da ist ein Gegner. Da habe ich leider verfehlt. Deswegen versuche ich ihn zu umlaufen. War aber anscheinend auch ein Bot. Kann aber auch sein, dass es ein richtiger Spieler war. Ich bin mir nicht sicher. Man, das ist in diesem Spiel auch nie klar. Und das ist auch das Spannende an Escape from Tarkov. Man weiß nie, ob es jetzt doch ein Bot ist, den man gerade umgebracht hat, oder ob es nicht doch ein Spieler war. Nur wenn man genau hinhört und sich Zeit lässt. Aber diese Zeit hat man leider nicht immer. Es ist auch ein anderer Bot. Der hat aber mit der AK geschossen. Den habe ich aber auch noch bekommen. Auch zu wissen, auch gut zu wissen ist, dass Feinde auch durch Container schießen können. Aber man kann sich in den Containern trotz allem sehr gut verstecken. Da ich keine zweite Shotgun brauche, schmeiße ich die weg. Und nehme mir schnell die AK, die der Bot dabei hatte, beziehungsweise der Scav. Ob es ein Spieler war, weiß ich nicht. Aber das ist zum Beispiel ein Bot. Der hatte ein bisschen mehr geredet, als ein Spieler reden kann. Aber das zu erkennen ist auch schon ein bisschen schwierig. Und die Schüsse sind immer sehr laut. Man zuckt da wirklich zusammen, das merkt ihr auch. Zumindest ich zucke da immer zusammen, und diese Runden sind auch immer sehr, sehr spannend. Was erwartet man auch? Das ist auch ein Hardcore-Shooter, den man hier spielt. So, schnell die Magazine noch einpacken. Von rechts kommt einer. Der hat mich leider in der Brust erwischt, aber ich habe eine Panzerung und deswegen hat das mein Leben eigentlich gerettet, weil der auch eine Schrotflinte hatte, soweit ich das jetzt richtig gesehen hatte. Und das hatte mein Leben schon quasi gerettet, dadurch, dass ich nur einen Teil dieses Schadens bekommen habe, den ich eigentlich ohne Weste hätte, wäre wahrscheinlich meine ganze Brust zerfetzt worden und ich wäre verblutet. Und damit das dann schon zu viel war und ich schnell aus der Runde raus wollte, gehe ich jetzt zum Extraction Point. Und über die Extraction Points kommt man aus den Runden raus und kann sein Zeug mitnehmen. Bei Factory sind die Extraction Points alle sehr eindeutig, bei anderen Maps nicht. Wenn man dann die Zeit noch am Extraction Point überlebt, hat man die Runde geschafft und man bekommt am Ende noch seine Statistiken angezeigt. Wie viele Leute man umgebracht hat, was für ein Level die hatten. Bekommt man dann alles angezeigt. In meinem Falle war ich in dem Raid jetzt für grob gerechnet 10 Minuten. Und man sieht hier auch noch einige andere Sachen, zum Beispiel wie viele Waffen man gefunden hat. Hier unten sieht man jetzt, dass ich 5 Spieler getötet habe, die im Bereich von 0 bis 10 waren. Und einen Spieler getötet habe, der im Levelbereich 31 bis 50 war. Und dass ich insgesamt einen Main Character umgebracht habe, also ein Spieler, der mit seinem Main Character gespielt hat, und 5 Scavs. Und wie man hier auch sieht,
für das Loot, was man gefunden hat, für quasi die Menge, an die man geheilt hat oder an Medizin, die man verbraucht hat, bekommt man wirklich auch Erfahrung am Ende der Runde. Und das wird dann im Level gut geschrieben. Und so funktioniert Escape from Tarkov. Ja, das war's schon. So funktioniert insgesamt jetzt Escape from Tarkov. Das war jetzt nur die Map Factory. Wenn ihr wollt, kann ich für dieses Spiel auch ein Let's Play starten. Schreibt es dann dafür einfach in die Kommentare. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt so ein bisschen den Eindruck gemacht habe, was Escape from Tarkov eigentlich ist und ob es sich für euch lohnt, beziehungsweise ob ihr es überhaupt auf meinem YouTube-Kanal sehen wollt. Wie gesagt, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Ihr könnt auch reinschreiben, wie ihr das Spiel findet. Das ist alles sehr, sehr hilfreich. Da kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Und ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.